Ja, die Fabrik der Zukunft baut voll elektrifizierte und voll vernetzte Fahrzeuge. Die ist im Wertstrom und im optimalen Informationsfluss irgendwie für die Produktion ausgerichtet, irgendwie inklusive der optimalen Anbindung von Lieferanten und Partnern. Wir setzen dort innovative Technologien, Automatisierung, aber auch Digitalisierung ein, um gemeinsam irgendwie einen klaren Nutzen irgendwie für die Fabrik der Zukunft zu generieren. Am Ende des Tages ist es das Zusammenspiel zwischen Mensch, Maschine und selbst dem Fahrzeug, irgendwie, das uns an der Stelle irgendwie weiterbringt. Unsere Mitarbeiter an der Stelle werden weiterhin den Unterschied ausmachen. Irgendwie. Mit ihrem Know-how werden sie die Erfahrungsträger sein, die im Prinzip irgendwie dann diese Fabrik der Zukunft richtig betreiben können. Und das Ganze versuchen wir unter dem Titel unserer Mission Zero irgendwie auch irgendwie zu organisieren. Das heißt, wir wollen zukünftig in unseren Fabriken keinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Wir in Neckarsulm sind wahnsinnig stolz, dass wir ein digitales Leitwerk für den Volkswagen-Konzern sind. Dazu nutzen wir das Öko-Umfeld, was wir hier in Heilbronn haben, mit dem Fraunhofer-Institut, der TU München, aber auch der Ecole 42. Wir haben die Aufgabe, digitale Lösungen in die Serie zu überführen. Dazu nutzen wir die Böllinger Höfe Kleinserie, um dann Lösungen auch in den A6, in den A7 zu überführen. Wir brauchen dazu aber auch die digitale Transformation unserer Mitarbeiter. Jeden Mitarbeiter mitzunehmen, ist hier die Herausforderung. Das macht uns stolz und das macht uns auch fit für die Zukunft. The Neckarsulm site is also the leading plant for digital production and logistics within the Volkswagen Group and is transforming step by step into a smart factory. We are also establishing a center of competence for high voltage battery development here, which is a key technology for the electric mobility. The digital factory transformation is both a challenge and an opportunity for the Neckarsulm site. Our plan is a leading plan within the Volkswagen Group for the digitalization of production and logistics. In other words, we work with others within the group to develop and implement digital solutions with the goal of bringing them to volume production.
Wir haben hier die Kofferraum-Seitenverkleidung auf der rechten Seite und da vorne dann auf der linken Seite. Die Höhe hier ist auch gut, nach oben hin habe ich auch kein Problem. Kommt das als Vormontage rein oder kommt das jetzt rein? Okay. Und am Schluss auch wieder eins. Oh, ist nötig. Ja, genau. Das Bild wurde gespeichert. Sehr gut. Und hier kannst du es gerne mal angucken, ob das so passt. Die großen Vorteile sind vor allen Dingen, dass wir jetzt digitaler, vernetzter zusammenarbeiten und auch auf Dienstreisen verzichten können. Wir sind dadurch auch durchaus ein ganzes Stück nachhaltiger. Aber das Spannende für uns ist, dass wir den Planungsstand jetzt veranschaulichen. Jeder hat das gleiche Verständnis von dem, was wir planen. Wir haben aktuelle Bauteilstände, wir können flexibel mit Varianten umgehen, wir können beispielsweise einen Rechtslenker uns anschauen oder ein Fahrzeug mit Panoramaschiebedach oder auch einfach, wenn ich mehrere Derivate auf einer Linie habe, zwischen einer Limousine und einem Sportback wechseln. Und wir können uns jetzt auch sowas wie Laufwege sehr gut anschauen oder was für benötige ich für Werkzeuge. Ganz spannend ist auch das Thema, dass wir jetzt Simulationen mit in diese virtuelle Welt einbetten können. Das heißt, wir sehen Werke, die animiert sind und die genau das, was ich an Prozessen geplant habe, auch tatsächlich umsetzen in Echtzeit. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter gehen, dann Richtung Produktionsanlauf, dann können die Kolleginnen, die nachher das Fahrzeug auch bauen, an der Linie letzten Endes schon in dieser virtuellen Welt frühzeitig sich mit dem Fahrzeug vertraut machen und auch die Abläufe kennenlernen. Und das ist auch einfach ein sehr eindrucksvolles Erlebnis. In der Vergangenheit haben wir dazu nur einen relativ teuren Prototypen zur Verfügung gehabt, der auch oft veraltete Bauteile hat. Wir haben uns mit Kartonagen beholfen, um zum Beispiel das Thema Materialbereitstellung abzubilden. Und da waren wir zeitlich und räumlich einfach nicht flexibel. Und jetzt haben wir bei uns eine Softwarelösung entwickelt, mit der wir das Ganze rein virtuell durchführen können. Das heißt, wir sind in dieser Planungsphase nicht mehr auf diesen Prototyp angewiesen, sondern können in verschiedenen Phasen diese neue Software einsetzen. Das kann man sich so vorstellen, dass wir zum Beispiel, wenn wir ein neues Fahrzeugmodell planen, Kollegen aus Ingolstadt, Neckarsulm, vielleicht auch Göhr, sich als Avatare in einem virtuellen Raum treffen und dort alle Prozesse optimal entwickeln, erproben, gestalten. Also letzten Endes die Fertigung von morgen. Thank you.
zurück. So, jetzt kann ich den... Dann macht der Spaß, guck mal, was in Mühe, weil der ist immer noch nicht ganz weg vom Finger. Gracias.
Schiedsprogramm schon da? Die Pritzer, stehen für die Sport, das Profil 10 wird schon vorgezeichnet. Okay, jetzt gucken wir uns das Ganze mal genau an. Oh ja, wunderbar hast du es gemacht. Also perfekt. Ich finde die Passe hervorragend. Am Standort Neckarsulm sind wir im Rahmen des Volkswagen-Konzerns Leitwerk für die Digitalisierung der Produktion und Logistik. Das ist eine riesige Chance für uns und wir wollen unsere Mitarbeitenden dahin mitnehmen. Dabei gehen wir auch sehr unkonventionelle Wege, wie zum Beispiel in unserem Programm Digital Shift. Da haben wir mal alle Auswahlkriterien, die wir sonst anlegen, wie Qualifizierung, Schulabschlüsse, Notendurchschnitte beiseite gelassen und haben die Nerds gesucht. Das heißt, wir sind auf Mitarbeitende der Fertigung zugegangen und haben gefragt, wer von euch ist IT-Freak in seiner Freizeit? Wer hat Spaß und Interesse an IT? Und wir hatten eine unglaubliche Resonanz und haben aus der großen Gruppe jetzt eine kleinere Gruppe auf die Reise geschickt mit sehr großem Erfolg. Wir sind sehr optimistisch, dass am Ende wirklich alle bei uns in der IT eine entsprechende Funktion übernehmen. Das Ganze hat schon Nachahmer gefunden, zum Beispiel in Ingolstadt, und auch wir werden demnächst eine zweite Stufe zünden.